Gut, jetzt darf ich einspringen. Wir canceln die physikalischen Basics und jetzt machen wir die anatomischen Basics. Ist auch nicht schlecht. Problem an der ganzen Sache ist, ich brauche aber schon das andere Mikro. Gut. Moment. Okay, so mich kennen zumindest unsere Studierenden aus Graz. Für diejenigen, die uns live aus Deutschland zugeschaltet sind, ich bin der böse Anatom. Also ein Grüße nach Heidelberg und nach Berlin. Und Gott sei Dank war ich schon in beiden Städten. Wunderschöne Städte Nummer 1 für alle, die noch nicht dort waren, aus Graz hinfahren. Es ist wirklich traumhaft. Gibt es auch gute Kneipen. Das ist auch wichtig, oder? Für die sozialen Sachen. So, und wir sind jetzt einmal ganz kurz da, im Endeffekt grundsätzlich zu überlegen, welche Basics in anatomischen Bereichen braucht man wirklich für einen Ultraschall. Und das schaut so aus, dass ich mich jetzt ein bisschen darauf fixiere, auf den Bauchraum und noch mehr eigentlich auf die Cavitas peritonealis. Also Bauchfellhöhle. Und das bedeutet natürlich, dass wir uns ein bisschen was, wie üblich, anatomisch was zeichnen. Wenn Sie jetzt nichts mit zum Zeichnen haben, bitte keine Hektik. Ich werde diese Zeichnungen dann als PDF weiterleiten und sie werden Ihnen dann zur Verfügung gestellt. Also sind handgezeichnete Sachen, also sind effektive Files. Die können Sie dann im Internet weiterverkaufen, wenn Sie nicht wollen. Sind von nichts wert, aber ist wurscht. Gut. Das Übliche. Machen wir uns einmal ein bisschen eine Übersicht über das, was Sie im Bauchraum haben. Und dazu Oberbauch. Und zwar ein bisschen einmal überhaupt den ganzen Klimbim, den Sie immer sehen. Sie wissen, Cavitas peritonealis, Oberbauch, Unterbauch, der Oberbauch als Drüsenbauch zu sehen. Und genau da möchte ich einmal gleich anfangen. Das heißt, Sie fangen einmal mit dieser riesigen Leber an. Ja. Sie wissen, die Leber, machen wir mal gut saftig steirische Leber. Keine Spleno- oder Hepatomegalie oder irgendetwas, das ist eine ganz normale Leber. Dann wissen Sie, dass unter der Leber was hervorlugt, und zwar immer auf der rechten Seite. Das ist dieser grüne Pürzel. Hier hinter der Leber hoch. Das ist die Gallenblase. So, und dann wissen Sie auch, dass sozusagen in diesem Bereich jetzt nicht sichtbar ein blau strichlierter Bereich ist, den ich jetzt wirklich viereckig mache. Und dieser blau strichlierte Bereich, das ist etwas, was Sie unbedingt einsichtig machen im Bereich vom Ultraschall. Und zwar ist das natürlich die Leberpforte. Okay. So, das ist also die Leberpforte in diesem Bereich. Die muss man natürlich einsichtig machen. Warum? Weil hier natürlich Gefäße hineinlaufen werden und die sind für Sie wichtig. Diese Gefäße sind einerseits Zeichen dafür, wie die Sauerstoffversorgung der Leber sein wird. Andererseits aber auch natürlich, weil hier im Bereich der Leberpforte die Vena Porta hineingeht, also die Pfortader, dass sie Ihnen einen guten sozusagen Überblick gibt, einmal grundsätzlich, wie der Blutzufluss der Leber ist. Achtung, nur der Zufluss. Der Leberabfluss ist hier nicht natürlich zu sehen. Den müssen Sie anderwertig sich anschauen. Auf den werden wir aber noch kommen. Das haben Sie eigentlich schon selber vorher gesehen, durch den wunderbaren Vortrag vorhin mit diesem Schnitt, wo Sie die Leber gesehen haben, teilweise das Herz und dann die Vena cava inferior hinauflaufen und dann wie die dilatierten Lebervenen hineinmarschiert sind. Und das war ganz knapp am Zwerchfell dran. Das heißt, also, da gibt es ein bisschen für jemanden, der es noch nicht gemacht hat und in der gleichen Situation war ich auch irgendwann einmal und ich kann nur sagen, es ist horrend, wenn man dann einmal am lebenden Patienten üben darf, weil man vorher nie Ultraschall in der Hand gehabt hat. Und das ist mir passiert, leider Gottes. Also ich kann nur sagen, das, was hier jetzt auf die Beine gestellt wurde, ist ein Traum. Ich hätte selber gern gehabt,
Aber jetzt kann ich zumindest mitwirken. So, Leberpforte, wie schaut es weiter aus? Wir brauchen dann den Magen. Das ist jetzt interessant. Okay, also hier mal Speiseröhre heruntergezogen. Und jetzt können wir den Magen herlegen. Machen wir mal einen ordentlichen Magen. Und dann sieht man, dass das Ganze heraufgeht. Ja? In dieser Art und Weise. Und zusätzlich haben Sie dann ganz drüben links noch angelagert die Milz. Die bauen wir jetzt noch ein mit einer anderen Farbe. So richtig schön noch hier, einfach wirklich dort, wo sie hingehört, ganz nach links rüber. Also abgeschnitten, und genau diese Problematik haben wir auch im Lebenden. Das heißt also, die Milz einsichtig zu machen, wird ein bisschen schwierig. Also hier oben liegen. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen dann in der Mitte, genau hinten, mittellinientechnisch eine große Schlagader, die herunterläuft. Das ist die Aorta abdominalis. Also machen wir großes AA. Achtung, nicht American Airlines, sondern immer Aorta abdominalis. Dann wissen Sie, haben Sie in diesem Bereich auch noch unten dran das Pankreas angelagert, das hier hinterhalb vom Magen ganz rüber geht. Und in den Zeichnungen, und das ist etwas, was immer ein bisschen erschwert ist in den anatomischen Zeichnungen, haben Sie hier das Problem, dass es gerade rüberläuft, wie mein Stift. Und das ist eben nicht im Lebenden so. Im Lebenden werden Sie das Pankreas, also die Bauchspeicheldrüse, fast wie ein U-Hackerl vorfinden. Das heißt, es ist an die Lendenwirbelsäule angelagert. Die Lendenwirbelsäule wird nicht gerade sein, sondern Sie werden das Ganze dann auch sehen. Dann brauchen wir noch rechts besonders hier ein Organ, das leider Gottes in die Quere kommt für den Schall eines anderen Organes in grün. Das kennen Sie, das ist ja das Kolon. Also in dem Fall der aufsteigende Dickdarmanteil mit dem Übergang in den queren verlaufenden. Und links haben Sie das gleiche Problem, auch hier Kolon. Und zwar vom quer aufsteigenden Colon transversum, dann übergehend in den absteigenden Dickdarmanteil. Und diese beiden sind die Colonflexuren. Was Sie aber jetzt schon sehen, ist, dass die rechte Colonflexur eine sehr innige Beziehung zur Leber bekommt, die linke eine sehr innige Beziehung zur Milz. Und das wird jetzt einmal vermeintlich gar keine Auswirkungen haben, aber beim Lebenden schon, weil im Darm natürlich Darminhalt vorhanden ist, teilweise auch Luft, und diese Luft sich im Ultraschallbild natürlich fatal auswirken anfängt, wenn Sie zum Beispiel Organe, die sich jetzt hier dahinter befinden, erreichen wollen mit Ihrem Ultraschall. Stellen Sie sich nun vor, Sie legen jetzt den Sektorscan hier auf, schallen nach hinten und haben hier davor im Endeffekt luftgefüllten Darmabschnitt, der nach hinten die Schallauslöschung macht, weil die Schallwellen nicht mehr durchkommen. Gescheit. So, was haben Sie dann? Schwarzes Loch dahinter. Das bedeutet, Sie haben keine Ahnung, was sich dahinter befindet. Ja, und welches Organ liegt jetzt dahinter? Das wissen Sie alle, oder? Die Nieren. Jawohl. Also in dem Fall die rechte Niere. Das heißt, Sie haben jetzt ein kleines Problemchen, hier zur Niere zu kommen, dass man jetzt einmal da dahinter auflegen könnte. Also hier wäre jetzt die Niere, wie Sie sehen, in diesem Bereich. Und das bedeutet, Sie können nicht einfach von vorne rangehen, sondern Sie müssen eventuell von der Seite rangehen. Und das ist genau einer der wichtigen Punkte, den wir jetzt ein bisschen besprechen werden. Das heißt, Oberbauchschall grundsätzlich und dann einmal so weit es geht, diesen Oberbauchschall um zu überlegen, welche Strukturen sind sichtbar und welche nicht. Eine kennen Sie ja schon. Wir haben jetzt gerade vorher über die Aorta abdominalis gehört. Und diese Aorta abdominalis hat ja im Endeffekt drei große Gefäße, kennen Sie alle. Also wenn wir jetzt da die Aorta hernehmen, dann wissen Sie, da gibt es den Zwerchfellschenkel. Ja? Rechter ist meistens fingerdick. Achtung, der ist so derartig dick, dass er sehr häufig verwechselt wird. Und da wissen Sie knapp vorher, wo der Hiatus aorticus auf TA12 ist, das erste große Gefäß, das abgeht, mit A. Und das ist immer der Truncus Celiacus gewesen. Also Truncus Celiacus, klar. Direkt darunter B. B wird die Arteria mesenterica superior werden.
Also Arteria mesenterica superior. Und dann in doch einem netten Abstand, weiter unten, nicht das Copyright, sondern C. Das ist jetzt die Arteria mesenterica inferior. Okay, das sind jetzt die Gefäße, denn besonders A und B sind unsere zwei Großgefäße, die Sie schalltechnisch extrem gut darstellen können. Achtung! Und wenn Sie nicht wissen, wie weit die auseinander sind, können Sie relativ schnell in der Höhe verloren gehen. Zusätzlich gibt es noch zwei andere Gefäße, die genau gegengleich laufen, nämlich zur Seite. Und das sind die beiden Nierenarterien. Die möchte ich jetzt einfach hier abschneiden. Sie sehen, die laufen oftmals gegengleich. Das heißt also wirklich, eine steigt ab, nämlich die rechte, und die linke steigt fast teilweise auf. Und das sehen Sie auch im Ultraschall. Das heißt, immer wieder müssen Sie diese Topografie, wenn Sie jetzt mit dem Schallkopf entlangfahren, sich überlegen, auf welcher Höhe bin ich und welche Gefäße werde ich eventuell sehen, ohne jetzt überhaupt auf eine Variation einzugehen. Und was sehen Sie, wenn Sie jetzt mit dem Schallkopf hineingehen, dann zum Beispiel vom Truncus Ciliacus auch die großen Gefäße. Und speziell, wenn wir jetzt hergehen und hier die Aorta hernehmen, die große, also wieder die Aorta abdominalis, dann sehen Sie eventuell im Schallkopf genau diesen Abgang, wo es plötzlich herauskommt und hier in zwei große Gefäße sich aufteilt. Also diese zwei Gefäße können Sie eventuell einmal gleich direkt haben. Also richtig gehend diesen kurzen Stamm, wo Sie wissen, das ist jetzt eigentlich der Truncus Ciliacus, und dann geht nach rechts ein Gefäß und eins nach links. Rechts wird es das Gefäß zur Leber, links wird es das Gefäß sein, das zur Milz hinzieht. Und wie Sie wissen, gibt es da eigentlich ein drittes Gefäß, das werden Sie zumeist nie sehen. Das heißt, das ist von der Größe her nicht im Ultraschall so gut darstellbar, auch vom Verlauf her oftmals nicht darstellbar. Aber eben nach rechts brauchen wir einfach nur hinschreiben, Leber, es ist die Arteria hepatica communis, und links Milz. Das ist das Wichtige. Ja. Es gibt irgendwann einmal ein wunderbares Zitat aus einem James Bond Film, Namen sind was für Grabsteine. In dem Fall wichtig, zwei große Gefäße, die weggehen. Eins rechts, eins links, eins zur Leber, eins zur Milz. Wie die heißen, sei einmal dahingestellt. So, das ist jetzt einmal der erste Punkt. Wie schaut das jetzt aber aus, wenn Sie das Ganze im Längsschnitt hernehmen? Auch das ist wichtig, weil Sie haben vorher gesehen, es geht die Möglichkeit, dass Sie zum Beispiel eine Vena cava infra im Längsschnitt, also entlang von kraniokaudal, im Längsschnitt erwischen. Wie schaut das aber jetzt aus, wenn Sie die Aorta längs schallen? Und das wollen wir morgen auch uns anschauen, genau diesen Schnitt jetzt als nächstes. Das heißt, schauen wir uns das einmal an, wenn Sie die Aorta hernehmen. Das ist jetzt ein Sagittalschnitt. Also die Aorta abdominalis, sagittal. Und dann geht einmal hier gerade heraus, Achtung, gerade heraus, haben Sie hier den Truncus Ciliacus, also A. Und dann endet die ganze Geschichte, denn jetzt geht es, so wie im Endeffekt der Stift heraussteht, entweder nach rechts oder nach links. Und wenn Sie dann weitergehen, knapp darunter, werden Sie diese Gefäßvariante hernehmen. Das wird die Arteria mesenterica superior werden, also B. Der große Ast nach B. Und wenn Sie noch weiter hinuntergehen, dann, wenn Sie Glück haben, dann werden Sie eventuell irgendwann einmal das Gefäß mit C erreichen. Das heißt also, die gesamte Aorta abdominalis mit ihren Astabgängern. Gesundheit. Die große Frage ist jetzt, wo sind meine Nierenarterien hier? Ja, die sehen Sie eigentlich nicht, denn die würden ja jetzt genau sozusagen hier im Bereich der Aorta abdominalis abgehen. Also hier könnten wir zwei große Ringe uns herzeichnen. Das heißt also, die sehen Sie nicht. Die würden also genau im Bereich der Schallauslöschung eventuell sein. Das heißt, je nachdem wie der Schallkopf kommt, wenn er jetzt von vorne kommt, ja, dann werden Sie dieses Bild haben. Also wenn ich jetzt hier den Schallkopf hernehme, dann werden Sie genau dieses Bild haben. Das können Sie sich nämlich darstellen plötzlich. Und wenn Sie jetzt ein bisschen weiter nach
rechts gehen, dann werden Sie plötzlich ein zweites großes Gefäß finden. Und das ist natürlich die Vena cava infera. Vergessen Sie auch hier nie die Topografie dieser beiden Gefäße. Aorta abdominalis, mittellinientechnisch herunterlaufend, rechts davon die Vena cava infera. So, wenn wir jetzt noch weitergehen. Wir haben gerade vorher gesagt, jetzt ist mal kurz das Bild hinuntergefallen. Wenn wir jetzt zurückgehen zu diesem Bild, dann schauen wir uns ein bisschen an diese Ebene hier. Also da, wo die Aorta abdominalis ist, wo Richtung Leberpforte sozusagen Strukturen laufen. Nicht nur chirurgisch wichtig, sondern eben auch sehr wichtig für den Bereich des Schallens. Da müssen wir uns überlegen, was jetzt in diese Leberpforte hineingeht. Und die Leberpforte in Blau, das heißt, also ich möchte hier die Leberpforte jetzt wieder in Blau einfach hernehmen. Leberpforte. Und dann wissen Sie, geht hier herunter, herauf eine peritoneale Duplikatur, ein Gegröße. Und dieses Gegröße kam vom Duodenum. Das heißt also, hier haben Sie ein bisschen Duodenum. Schreiben wir hier hin Duodenum. Und in diesem Bereich nun Gefäßstruktur. Und diese Strukturen im Ligamentum hepatoduodenale kennen Sie. Also hier das Ligamentum, Hepato, Duodenale. Kann man das lesen? Naja, wurscht. Ligamentum, Hepato, Duodenale. Da ziehen jetzt Strukturen rauf. Und zwar, Sebastian, als erstes gleich eine Arterie. Die kommt da hinter dem Duodenum daher und zieht dann Richtung Leber. Die kennen Sie jetzt schon. Die muss ja zur Leber laufen. Teilt sich da auf. Dann können wir gleich mal so belaufen. Also erster Gefäß. Dann, oben runter kommend, im freien Rand, machen wir auch dick und grün. Hier den Ductus cholelochus, dann da noch die Gallenblase draufgehängt. Gallenblase. Ja, so war's das. Und in der Mitte, in der Tiefe, da haben Sie nun ein riesen Drumgefäß meistens. Und das liegt in der Tiefe noch dazwischen, die Vena Porte. Also diese Strukturen haben Sie dann in diesem Ligamentum hepatoduodenale drinnen. Und wichtig ist, dass Sie nun diese Gefäßstrukturen sich anschauen können. Das heißt, an der Porta Hepatis, wenn sich das Ganze in Leber hin verteilen anfängt. Das heißt also, die Aufteilung in der Leber können Sie sich wirklich gut darstellen. Wie geht es da weiter? Ja, da geht es natürlich hier weiter, indem dann die Arterien sich richtiggehend in die einzelnen Segmente, die ja dementsprechend Ihnen bekannt sein sollten, aufgrund der topografischen Anatomie weiter verzweigt. Was haben Sie da noch? Ja, natürlich die Portalvenenaufteilungen. Das heißt also, auch hier, die geht dann auseinander, geht aber mit den Segmenten mit. Vergessen Sie nicht, wie Sie dann in weiterer Folge sich fortsetzen werden in der Leber. Und genau diesen Bereich, dort wo die Porta Hepatis sich großgefäßtechnisch anfängt aufzuteilen, diesen Teil können Sie gut darstellen. Mehr oder weniger. Auch das werden Sie morgen dann sehen. Wenn wir jetzt uns überlegen, das ist also ein relativ großes Areal, dieses Ligamentum hepatoduodenale. Okay, gut, ist von mir aus peritoneales Gegröße, wunderbar. Aber wo komme ich da noch zusätzlich hin? Und das ist etwas, was Sie in der chirurgischen Vorlesung immer gehört haben, chirurgisch-anatomischen, da kommen Sie hinter dem Ligamentum hepatoduodenale aber rein, in einen potenziellen Spaltraum, wenn Sie sich zurückerinnern. Das Loch, wo Sie da hineingehen, ist hinter dem Ligamentum hepatoduodenale und das ist das Foramen epiploicum gewesen. Okay? Hand hoch jetzt ehrlich, wer kennt es nicht? Na eben, also alle bekannt, das ist also sozusagen eine Repetition. Gut, dann kommen wir aber einmal hier in den sogenannten V-Punkt, B-Punkt, O-Punkt. Ja, in das Vestibulum der Bursa omentalis, also Bursae omentalis.
Achtung, das ist nur der Vorraum zur eigentlichen Bursa omentalis. Und die Bursa omentalis, die sehen Sie jetzt hier noch weiter nach links gerückt. Und das Problem ist allerdings, hinter wem verbirgt sich die Bursa omentalis? Ja, wenn wir jetzt da weiterführen würden, dann wären wir hier genau beim Magenbereich. Das heißt also, die echte Bursa omentalis findet sich im Magen. Und noch einmal, sie ist potenziell. Ja, und, wurscht. Aber jetzt haben Sie gerade vorher gehört, da können Flüssigkeitsansammlungen stattfinden. Professor Harris hat das ganz richtig formuliert. Achtung, Flüssigkeitsansammlung in der Cavitas peritonealis. Das ist ein potenzieller Spaltraum, der kann gefüllt werden durch Blutungen oder durch irgendwelche anderen Flüssigkeitsansammlungen. Nämlich vom Magen zum Beispiel ausgehend. Magenulkus blutet da muntersaftig hinein. Und dann wird aus einem potenziellen Spaltraum plötzlich ein 2-Liter-Raum. Dass 2 Liter in einem Blutgefäßsystem irgendwo abgehen werden, ja, das ist nichts Neues, oder? Das ist so, als würde man uns sozusagen im Bereich des Budgets der Universität plötzlich 2 Millionen abknappen, dann wird irgendwo einmal ein Loch stattfinden und dann wird einmal was gleich abgesägt. Das heißt, Sie sehen hier Problematiken. Und natürlich, wenn nichts ist, dann wird nichts sein, aber wenn Sie wissen, dass da ein Raum ist, dann werden Sie auch nicht danach suchen anfangen, dass da eventuell eine Flüssigkeitsansammlung ist. Schauen wir uns das jetzt also im nächsten Bereich an. Ganz kurz, machen wir uns jetzt einen Schnitt, genau hier durch. Wirklich kompletten Schnitt durch diesen Bereich. Also einen Horizontalschnitt. Und der erklärt Ihnen nun, oder wird Ihnen dann sehr viel erklären anfangen, wie das funktioniert. Machen wir uns also einen Horizontalschnitt, wir brauchen die Wirbelsäule. Die Wirbelsäule hier, Lendenwirbelsäule nach hinten gelagert. Großer Schnitt, lassen Sie bitte viel Platz, wenn Sie zeichnen. Großer Schnitt. Okay, jetzt machen wir uns die Leber als erstes. Die machen wir uns klein. Ja, die Leber brauchen wir ein bisschen kleiner. Haben eine kleine Leber. In diesem Bereich. Dann weiter nach hinten das Kolon. So den Kolonanteil. Und noch weiter dahinter können wir hier die Niere uns herlegen. Also die Niere mit dieser Nierenbucht, den Nierenparenchym dazu. Dann auf die andere Seite natürlich ebenfalls die Niere. Ja, können wir uns auch da herlegen. Niere. Nierenbucht, Sie würden hier das Fettgewebe drinnen haben, das ebenfalls angesprochen wurde, damit Sie wirklich schön sich die Niere anschauen können. Und links könnten wir noch die Milz natürlich herzeichnen. Also links bauen wir uns hier die Milz ein. Milz. Und jetzt schon ein bisschen das Peritoneum. Also jetzt ein bisschen das Peritoneum um die Leber mal rundherum. Da sehen Sie ein bisschen Leber mit dem Peritoneum viscerale. Und dann wirklich ganz rundherum, wenn Sie so wollen, einmal Peritoneum parietale. Also dieses wandständige Peritoneum, das Sie sehen, das wirklich an der Bauchwand entlang verläuft, ganz rüberzieht. Dann brauchen wir noch in der Mitte, hier die Aorta abdominalis, in diesem Bereich. Da lassen wir mal ein bisschen kleines Locherl über. Dann hier direkt rechts davon die Vena cava inferior. Jetzt können wir mit dem Peritoneum weiter fortsetzen. Peritoneum parietale rechts geht hier über. Dann haben Sie hier plötzlich so eine Eingrubung, eine kleine. Geht dann hier weiter Richtung Aorta. Das ist alles Peritoneum parietale. Achtung, das ist alles hier Cavitas peritonealis. Raum, wo Sie überall Flüssigkeit hineinhaben können. Was passiert jetzt hier in diesem Bereich, wenn wir von drüben kommen? Auch vor die Niere gelagert, sehr schön. Peritoneum und jetzt muss aber plötzlich ein Gekröse weggehen von der Aorta. Und dieses Gekröse machen wir ganz breit. Machen wir es wirklich breit. Geht Richtung Milz.
lagert sich dann auf die Milz, um die Milz rum, geht dann hier weiter, als relativ dünnes Gekröse, dann können wir uns Magen herzeichnen, ein bisschen, genau da noch ein bisschen Magen her. Auch um den Magen rum diese Duplikatur. Geht noch weiter. Und dann haben Sie plötzlich hier so eine peritoneale Duplikatur wieder, die um und um geht, mit der großen Vena Porte, der großen Arterie, direkt davor gelagert, und dem Ductus Choledochus. Und jetzt werden Sie sagen, boah, das ist ein Schnitt, um Gottes Willen. Ja, aber der hat jetzt Ihnen die kompletten Oberbauchanatomiestrukturen gerade gezeigt. Die Aorta hat nämlich hier ein Gefäß, das weggeht, das nach links zur Milz zieht. Die Milzarterie, begleitet von einem Organ, das wir immer in Orange gezeichnet haben. Und das ist das Pankreas gewesen. Und diese peritoneale Duplikatur ist am Anfang hier verwachsen und hebt sich dann ab. Und jetzt haben Sie potenzielle Spalträume in Massen plötzlich, wo sich Flüssigkeiten ansammeln können. Allein hier in diesem Bereich. Beginnen wir mit 1. Oder eher Bursa omentalis. Hier kann es einbluten. Wenn man das jetzt einmal größer macht, na, ist eh groß. Bursa omentalis. Dann das Vestibulum, Bursa omentalis. Haben Sie das Foramen epiploicum in diesem Bereich? Und jetzt denken wir gleich weiter. Wenn es hier einblutet, dann kann es auch rausrinnen. Und zwar nach rechts. Sie müssen nur den Patienten rechts halten lagern, dann wird plötzlich die Flüssigkeit sich hier anfüllen. Sie sehen also plötzlich einen Bereich, wo die Flüssigkeit zwischen Niere und Leber und eventuell Niere, Leber und Kolon hineinkommt. Diesen Raum sollte man im Ultraschall versuchen zu schallen, weil dort eventuell in einer gewissen Seitenlagerung plötzlich eine Flüssigkeitsansammlung geschallt werden kann. Und wie schaut es links aus? Links sehen Sie einen großen Spaltraum. Jetzt mit dem Pfeil hier. Das ist die sogenannte Milznische. Wenn Milzrupturen sind, dann kann hier eine Flüssigkeitsansammlung stattfinden. Das heißt also, auch hier können Sie das Ganze schalltechnisch recht gut machen. Und noch einmal, Milzrupturen sind nicht selten. Durch Milzzysten zum Beispiel, traumatologische Sachen. Und auch hier, da habe ich etwas erlebt, in einem Landeskrankenhaus, wo ich sozusagen mein Gegenfach machen habe müssen, Patient ist von der Leiter runtergefallen, runtergestürzt, 4 Meter, ohne irgendetwas. Sie haben 2-mal Abdomensonar gemacht, sofort direkt bei Einlieferung, ein Reserve-Ultraschall noch einmal, sicherheitshalber, ein paar Stunden später, nichts, nicht einen Tropfen. Er hatte eine gedeckte Milzruptur. Am nächsten Tag wurde er dann aufgelegt, er hat Frakturen gehabt und während der Operation ist der Patient verfallen. Dann haben sie noch einmal den Ultraschall draufgelegt und plötzlich eben in der Milznische massive Flüssigkeitsansammlungen gesehen. Aber erst dann, sozusagen viel später, und da merkt man, da muss man immer dran denken, hier kann sich etwas ansammeln, anfangen. Das heißt also, Sie haben hier diesen Bereich, wo Flüssigkeiten abfließen können, wo Flüssigkeiten sich ansammeln können. Und genau hier, dieser Bereich, wo das X ist, das ist ein Bereich, der ist einer der sogenannten Leberrezessus, die Sie kennen. Und bekannt als der Rezessus hepatorenocolicus. Hepatorenocolicus, besser bekannt als die Morrison-Grube. Ja, die Morrison-Grube, die Sie eigentlich haben. Und genau hier kommen Sie dann auch sozusagen unter die Leber herein und dort kommen Sie in den Rezessus hepatorenalis. Also Sie haben hier
zwei sogenannte Taschen, wo sie hineinkommen können und eben diesen Bereich sozusagen der Flüssigkeitsansammlung schallen können. Wenn wir uns jetzt das Ganze weiter überlegen, wir haben vorher gehört, dass es Blutgefäße gibt in diesem Bereich und genau das können Sie sich eben auch darstellen. Wenn wir jetzt zurückgehen, noch einmal zu diesem Gefäßkreuz, wenn Sie sich bitte zurückerinnern, die Nierenarterien abgehend mit dem Truncus celiacus und mit dem, unter Anführungszeichen, mit der Arteria mesenterica superior. Dann schaut das im Schall folgendermaßen aus. Sie können jetzt den Schallkopf herlegen. Auch hier machen wir einen konvexen Schallkopf. Sie wissen, dann schaut es eher so aus wie von sozusagen beim Kaffee machen im Endeffekt ein Filter. Genau diesen Sektor haben Sie plötzlich. Und was sehen Sie jetzt? In der Tiefe die Aorta abdominalis. Mal Nummer 1. Dann rechts davon die Vena cava inferior. Also die Vena cava inferior, Aorta abdominalis und ein bisschen weiter abgesetzt die Nieren. Machen wir wieder die Nieren mit dem Parenchym, mit dem Sinus renalis. Auch die linke Niere können wir uns noch ein bisschen hineinlegen. Ja? Und wie schaut das jetzt aus? Sie haben Nierenarterien, die zur Niere hin verlaufen, teilweise auch sich schon aufteilen. Ja, also hier Nierenarterien, die sich auch aufteilen anfangen. Achtung, die rechte Nierenarterie zieht hinter der Vena cava inferior vorbei. Das ist sichtbar. Wie schaut es mit der Nierenvene aus? Die zieht vorne. Ja, also auch hier können Sie bereits die Blutgefäße hernehmen. Die rechte Nierenvene wird vor der Arterie laufen. Aber wie schaut es jetzt links aus? Ja, links muss ja die Nierenvene Richtung Vena cava inferior laufen und Sie wissen das. Normalerweise muss sie davor liegen. Auch das sehen Sie sehr gut. Das heißt also wirklich vor der Aorta abdominalis sehen Sie sehr häufig hier die Nierenvene vorbeiziehen. Und wo liegen nun die Mesenterialgefäße? Ja, die liegen schon ein bisschen weiter nach vorne abgesetzt. Das heißt, Arteria und Vena mesenterica superior liegen meistens davor. Das heißt, irgendwo hier vorne schon liegen, in Ihrem Kopf. Sind also schon ein bisschen abgesetzt. Das ist ein wichtiger Punkt. Hier können Sie eventuell sogar Variationen finden, weil Sie wissen ja, die Vena renalis sinistra kann auch hinter der Aorta abdominalis vorbeiziehen. Das ist halt etwas, was Sie natürlich dementsprechend auch finden können. So, und jetzt zum Abschluss einmal für diesen Bereich. Jetzt möchte ich Ihnen genau diese Leberanteile noch einmal kurz hernehmen. Wenn wir uns das Ganze jetzt überlegen, dann schaut das folgendermaßen aus, dass wir uns genau den gleichen Horizontalschnitt ein bisschen hernehmen, also wieder die große Wirbelsäule. Die große Wirbelsäule wieder mit Oberbauch. Und da wird es jetzt schwierig bei manchen. Denn wenn die Leber jetzt ziemlich weit unter den Rippenbogen hineinwandert, also nicht so groß ist, dann werden Sie mit dem Schallkopf Probleme haben. Den können Sie nicht gerade aufsetzen, sondern müssen Sie ein bisschen kippen anfangen. Das ist ein Spiel. Also das Spiel mit Ihren Patientinnen und Patienten. Keine Bange, Sie werden dann jeden, der sofort reinkommt und einigermaßen Halbbauchweh hat, ja sofort schallen. Ja. Übung macht den Meister, keine Bange. Jedes Mal, wenn Sie gut schallen, werden Sie wieder einmal mehr was dazulernen. Ich habe genauso gearbeitet. Ja. Haben Sie Bauchweh? Passt, hinlegen. Ja. Sofort. Üben. Wenn Sie niemanden finden, Kollegen müssen herhalten. Sofort. Ja. Wenn Sie dann als Turnusärzte tätig sind, ja, sofort die Family hernehmen. Ja. Und gesagt, leg die hin, geht schon. Lernen Sie sich gegenseitig etwas. Trainieren Sie miteinander. Das kann niemand Ihnen wegnehmen. Die Leber, die Riesenleber. Ich möchte jetzt herlegen. So, machen wir mal riesen Leber. Ja, schaut einmal so aus, dann haben wir da Leber. Ja. So, und dann wird es plötzlich ziemlich löchrig da. Und genau das ist die Porta Hepatis, wo Sie nun
plötzlich die Vena Porte hineinlaufen haben. Das heißt also, hier können Sie nun die Vena Porte in dieser Art und Weise richtig schön hirschgeweihartig hineinlaufen haben. Und das ist, ich glaube, das ist jetzt natürlich in lila dargestellt. Ja? Und jetzt stellen Sie sich bitte mit Blut gefüllt vor, also ein schwarzes Rädel. Und genau dieses Bild prägen Sie sich bitte ein. Diesen Hirsch, dieses Hirschgeweih, das ist die Porta, die Sie sehen. Wenn Sie jetzt mit dem Schafkopf wieder hierher kommen, können Sie das sehr gut darstellen. Und was sehen Sie noch sehr häufig? In die Leber weiter hinten eingefärbt, richtig gehend, oftmals auch mit Substanzbrücken versehen, wo die Leber wirklich ganz tief eine Rille bekommt, das ist wieder die Vena Cava Inferior, die Vena Cava Inferior, die Sie haben. Das heißt also, diesen Bereich sollten Sie sich unbedingt merken. Natürlich auch hier wieder davor sollte in dem Bereich auch sollten die Arterien hereinziehen. Das heißt, Sie haben hier immer wieder die Problematik, dass andere Gefäße hier auch noch hereinkommen. Aber die größere von diesen Gefäßen und damit auch diejenige, die Sie am besten dargestellt haben. Und jetzt noch einmal ganz kurz zu diesem letzten Schnitt hier zurück. Wenn Sie jetzt hier noch einmal zurückgehen, dann vergessen Sie bitte nicht hier, dass natürlich auch ein wichtiges Organ eventuell eine Beziehung bekommt zu diesem Bereich, auch hier in Orange und hier meistens in diesem Bereich, ich sage jetzt mal, Orange so richtig schön ein bisschen vorgelagert, das ist sozusagen Pankreaskopfanteil. Also meistens mit, ich sage jetzt, der Arteria mesenterica supera hier eine innige Verbindung wird das Pankreas bekommen. Wenn Sie jetzt die Vena mesenterica supera sich überlegen, auch die können Sie schalltechnisch darstellen, dann wäre die natürlich immer auf der rechten Seite zu finden. Also die rechte Körperseite. Also die Vena mesenterica superior ist natürlich dann immer rechtsseitig angelagert. Auch das können Sie natürlich sich gut darstellen, besonders auch wenn es zu Stauungen kommt, wenn es zu Problematiken kommt im Bereich zum Beispiel Embolien. Das heißt also hier auch wieder mit dem unter Anführungszeichen Doppler-Ultraschall agieren. Die letzte Überlegung, jetzt haben wir ein bisschen was über Oberbauch gehört, eine letzte Überlegung möchte ich noch machen. Rechts, wie schaut es aus, wenn Sie den Leberrezessus noch kurz darstellen wollen? Wie schaut es noch einmal aus mit diesem Rezessus hepatorenalis und hepatorenocolicus? Auch hier ein kurzer Schnitt durch den Oberbauch. Machen wir uns jetzt einmal hier so einen Schnitt durch, also in diesem Bereich in etwa, einen Schnitt, einen Sagittalschnitt allerdings jetzt. Dann schaut das folgendermaßen aus, dass Sie, wenn wir jetzt ein bisschen weiter runtergehen, das ist jetzt Zwerchfell, Achtung, also Diaphragma, das Diaphragma in diesem Bereich und die Leber jetzt, die können wir auch in Braun dazulegen, ein bisschen abgesetzt, machen wir eine schöne Leber, ja, sieht man eine schöne Leber. Dann dahinter die Niere, also hier Hepa, klar. Dann die Niere. Achtung, nicht ganz zur Leber hingelegt. Rein. Und dann direkt darüber jetzt ein anderes oranges Organ, das ist die Glandula suprarenalis. Wenn Sie jetzt das Peritoneum wieder hernehmen, Sie haben gerade vorher gehört, naja, da kann aber auch Flüssigkeitsansammlung sein, dann haben Sie wieder das Peritoneum, das hier raufgeht, sich plötzlich umschlägt auf die Leber, an der Leber entlangläuft, hier raufzieht, auch wieder umschlägt, runterläuft und irgendwann einmal dann so hier ein Höckerchen bekommt, weil hier noch das Kolon daherkommt. Also da haben Sie wieder Kolon,
in diesem Bereich. So, und jetzt haben Sie plötzlich zwei Bereiche, die ganz, ganz wichtig sind wieder. Rechtzeitig einerseits hier diese zwei Gruben. Der Rezessus hepatorhenocolicus, den haben wir mit einem Kreuz versehen. Also schreiben wir hin, Morrison. Ja, der Herr Morrison lässt grüßen. Und jetzt sehen Sie, kommen Sie aber noch mit der Flüssigkeit hier zwischen Leber und Niere hinauf. Und das ist eben der Rezessus hepatorenalis. Okay? Das ist einmal das Erste. Ja, und was ist, wenn sie die Flüssigkeit noch weiter oben ansammelt? Gut, dann staut sie es wirklich. Aber, oder wenn sie was anderes ansammelt wie Luft, nehmen wir Luft her. Kann sich auch ansammeln. Sehen wir Perforation des Darms. Dann sammelt sich das im höchsten Punkt und das ist da oben. Und das ist dann ein sogenannter Rezessus subphrenicus. Also ein Rezessus subphrenicus. Und der macht dann meistens im Röntgenbild diese sogenannte subphrenische Luftsichel. Beziehungsweise, das können Sie natürlich auch im Schall haben, Luftansammlungen hier oben. Die können Sie darstellen, ohne weiteres. So, jetzt haben wir raufgegangen. Das heißt also, wenn Sie jetzt unter dem Zwerchfell hocken mit Ihrem Schallgerät, dann haben Sie mal dort angeschaut. Haben gesagt, ach, passt, ist nichts. Das reicht nicht. Jetzt müssen wir auch runterschauen. Und da wird es jetzt natürlich ganz interessant, weil dann dürfen wir nicht in der Cavitas abdominalis mehr schauen, sondern wir müssen in die Cavitas pelvis, also in die Beckenhöhle, weil das Bauchfell sich ja dort auch hineinlagert. Und dazu zwei Skizzen. Sind die letzten zwei, ich verspreche es Ihnen. Wenn Sie jetzt einen sitzenden Patienten haben, Gesäß, da geht die Bauchdecke runter, ja, Bein in diesem Bereich. Sie haben hier die Lendenwirbelsäule heruntergezogen, dann Knick, Kreuzbein. Die Symphyse in diesem Bereich. Dann haben Sie Organe. Jetzt machen wir mal den Mann. Das ist jetzt bitte nicht bösartig, aber damit Sie sehen, dass der Mann in dem Fall völlig fad ist. Hier ein Rektum eingezeichnet. Mit dem Anus noch. Da können Sie eine schöne Ampulle herlegen. Dann hier die Harnblase mit der Harnröhre, Rest schneiden wir ab, Beckenboden. Das ist jetzt das geringste Problem, ja, dass da ein Beckenboden existiert. Ist zwar nicht schlecht für die Kontinenz, aber trotzdem in dem Fall anatomisch irrelevant. Wir haben ja gesagt, Cavitas peritonealis, tiefster Raum. Das ist jetzt wichtig. Okay. Jetzt kommen wir von vorne runter, brauchen wir noch Bauchdecke ein bisschen. Bauchdecke. Sollte ja normalerweise ein Sehnenblattl sein. Sie wissen, rechts und links vor der Medianebene, da haben wir ja natürlich diesen Bereich. Und jetzt schauen wir mal das Peritoneum auf. Es geht hier runter, hinter der Symphyse ein bisschen rein, schlockt sie wieder um, geht dann beim Mann weiter runter und schlockt sie dann auch wieder um. Und jetzt sehen Sie, dass Sie hier zwei sogenannte Spalten bekommen. Eins ist, wenn Sie so wollen, vor der Harnblase. Und eins ist eine Excavatio, wenn Sie so wollen. Excavatio heißt die. Excavatio prävesicalis. Oder retropubica, wie Sie es wollen. Ja. Wichtig ist zwischen Symphyse und Harnblase. Und die wird aufgebraucht werden, wenn es zu einem Harnstau kommt. Wenn Sie keine Miktion mehr machen können, wird die Harnblasenfüllung immer weiter Richtung vorne gehen. Und automatisch die Excavatio prävesicalis aufbrauchen,
das Peritoneum nach oben hin verdrängen und damit wird plötzlich hier kein Peritoneum zwischen Bauchwand und Harnblase mehr zu finden sein. Das heißt, das ist ein Notfallzugang gerade, den Sie bekommen haben. Sie brauchen nur, wenn Sie so wollen, den Schallkopf genau hier auflegen und Sie kommen dann sehr schön zur Harnblase. Die sehen Sie also in Ihrem Schallscan. Und der zweite Raum ist genau der dahinter, hinter der Harnblase. Und das ist der tiefstgelegene Raum beim Mann. Und das ist eine Exkavatio, die möchte ich jetzt nur hier zur Seite legen. Die liegt nämlich zwischen Harnblase und Rektum. Also Exkavatio recto vesicalis. Jetzt gibt es natürlich, sogar beim Mann ist Fahrt, zwei einzige Krümm, schön schwach. Ja. Ja, bei der Frau haben wir aber jetzt ein großes Problem. Die Genitalplatte wird hier einwandern. Das heißt, jetzt haben wir anatomisch ein bisschen andere Verhältnisse. Ja, schauen wir uns das gleich an. Überlegen wir uns auch das. Wir lassen wieder sitzen. Auch hier auch runter, Gesäß, wieder das Bein in diesem Bereich. Wieder die Wirbelsäule. Wieder das Sacrum. Wieder die Symphyse, Rektum, das kennen wir schon, das ist das Gleiche. Wieder die Harnblase, aber jetzt, Harnblase. Jetzt lagert sich ein bisschen ein anderes Organ noch herein, der Uterus. Da machen wir einen Uterus da rein, dann wissen Sie, das ist so birnenförmig normalerweise. Aber nicht in diesem Schnitt natürlich, wenn Sie so hineinschallen. Und dann haben Sie hier vorne einen Fornix und hinten einen Fornix und dann wissen Sie, geht das Ganze hier runter. Als Vagina. Wieder den Beckenboden dazu. Und jetzt wieder die peritonealen Verhältnisse. Okay. Peritoneum kommt herunter. Wieder unseren Einser. Der passt. Also prävesikal gibt es wieder die kleine Grube. Jetzt geht es dann aber von der Harnblase zum Uterus. Teilweise ein bisschen tiefer hinein. Und dann geht es ganz tief hinein. Und jetzt sehen Sie, hier gibt es dann plötzlich zwei Gruben statt einer beim Mann. Nämlich hier mit zwei und hier mit drei. Zwei zusätzliche Gruben. 2 ist relativ simpel, die Exkavatio. Jetzt sind wir zwischen Harnblase und Uterus, Vesico Uterina. Die ist nicht unwichtig, aber die wichtigere wird die 3er werden. Wenn Sie sehen, hoho, die geht da hinter dem Uterus runter, bis zur Vagina hinunter, bis zum Fornix posterior oder Vagina. Und direkt vor das Rektum. Und damit haben Sie hier mit 3 die Excavatio recto uterina. Durch das Einwandern, also der Genitalplatte, ergeben sich hier anatomisch verschiedene Verhältnisse. Und jetzt sehen Sie, dass die 3er, deswegen ringel ich die jetzt auch ein, die 3er Excavatio, der tiefste Raum, der Cavitas peritonealis bei der Frau ist. Damit Flüssigkeitsansammlungen hier sehr gut zu schallen sind. Und auch die Möglichkeit besteht, relativ unkompliziert über die Vagina Flüssigkeitsansammlungen auch abzupunktieren. Ist nicht nett, aber es ist ein schneller Zugang. Wird doch immer wieder gemacht. Das heißt also, auch das können Sie recht gut mit dem Schallscan sich darstellen, indem Sie hier vorne wieder den Schallkopf auflegen und damit diese Bereiche schallen anfangen. Also auch das können Sie recht gut darstellen. Somit haben wir jetzt ein paar Sachen kennengelernt. Zum Resümee ganz kurz, also beckentechnisch, das ist nicht leicht zu schallen, da müssen Sie wirklich viel üben. Ich sage jetzt nicht, dass ich da der Oberweltmeister bin, ich habe es nämlich nie gemacht im Lebenden.
An der Leiche haben wir bereits geschallt mit den Blasen, da haben wir versucht, Blasen zu punktieren. Was aber auch wichtig ist, ist zum Beispiel dieses Bild. Wenn Sie sich überlegen, noch einmal mit den Darmschlingern, dass Sie eben die Problematiken hernehmen, wie kommen Sie am besten zur Niere? Wie weit müssen Sie mit dem Schallkopf nach hinten wandern, damit Sie sozusagen, wenn Sie so wollen, die Niere gut schallen können und wirklich gut einsichtig machen? Die Milz, ja, die schaut da super aus, gell? Die liegt ja direkt fast vorn. Achtung, da sind ja schon die Rippen in diesem Bereich, das heißt auch hier, da kommt Ihnen etwas in die Quere, was Sie gar nicht mögen, Knochen. Knochen macht nach Dorsal immer eine Schallauslöschung. Das heißt also, die Einsichtigkeit der Niere, die muss man wirklich oftmals ein bisschen üben. Und die wird auch nicht immer richtig einsichtig werden. Da müssen Sie auch mit der Kooperation des Patienten hoffen, dass der auch brav mitarbeitet, weil sonst werden Sie gar nichts sehen oftmals. Und wenn Sie es nicht sehen, dann sagen Sie, Milz nicht schaltbar, Punkt aus, basta. Nicht hinschreiben, passt, ist in Ordnung. Ja? Was Sie nicht sehen, dokumentieren Sie auch, dass Sie es nicht sehen. Und da muss man halt den Oberarzt holen oder einen Assi, der Ihnen dann hilft. Vielleicht kann Ihnen der dann auch weiterhelfen. Das ist jetzt Oberbauch. Becken ein bisschen mit diesen peritonealen Höhlen. Das soll Ihnen zeigen, dass aber diese ganzen anatomischen, systematischen, topografischen Anteile, die Sie in Sezierkurs gelernt haben, in irgendeinem Modul gehört haben, dass die alle wiederkommen, gerade im Schallbereich. Und das Problem der ganzen, und genau da bitte ich Sie, auch mit, vielleicht werden es ein, zwei Zeichnungen nochmal wieder zurückdenken, sagen, wie war das? Wenn Sie da diesen Schritt weiterkommen, diesen Schritt machen können, wenn Sie den schaffen, dann haben Sie vieles. Ich hoffe, dass Sie auch da was mitnehmen und viel Mut, ran ans Werk. Danke.